Wie geil ist das denn? Wir drei ganz alleine hier in dem Stadion, aber wir sind nicht allein, wir haben noch die Grillcookies mit dabei, denn wir werden grillen. Öfter schon gegrillt, Enrico? Ab und zu, ja. Chris, wie schaut's aus? Ja, auf jeden Fall, aber nichts Süßes. Also, man hat Respekt davor, aber wir werden diese Schmidt-Grillcookies, die werden wir jetzt hier in dem Stadion schön auf den Grill legen. Und ich werde mit allen Zweien, also wir werden zu dritt, ich werde demonstrieren, das wird richtig geil. Ja, also, normalerweise werden hier die Gegner gegrillt, dann grillen wir halt jetzt mal selber. Und Schmidt macht vor allem im Winter fantastische Lebkuchen, die besten auf der ganzen Welt. Ich wollte es nur noch mal sagen. Für den Fall, wenn ihr wieder ein Geschenk braucht oder so. Aber für den Sommer gibt es Grillspezialitäten. Nirgends auf der Welt kriegst du Desserts vom Grill, außer bei Schmidt. Und wir drei stehen jetzt hier, um einfach mal zu sagen, warum nicht ein Stadion? Warum nicht ohne Publikum und Gäste, aber mit zwei Grills und uns drei als Persönlichkeiten? Und wir hauen das jetzt auf den Grill. Und in einem Stadion brauchst du immer Challenge. Ich werde nachher entscheiden, wer von euch beiden besser gegrillt hat. Okay. Wo komme ich hin? Na, sehr gut. Und das macht bitte jeder von euch, macht ein Cookie-Gericht. Und dann haben wir außerdem noch die Lolli und die Sticks. Die sind ein bisschen herausfordernder. Ja, bei den Lollis ist es einfach, das ist wie ein gerollter Kuchen und den tut man links und rechts schön langsam grillen, also nicht schauen, dass es da, wo die meiste Hitze ist. Und bei den Steaks, da ist innen drin Schokolade und außenrum ist so ein Knusperkaramell und den muss man dann vorsichtig grillen, dass es nicht zu heiß und nicht zu wenig, also von der Temperatur ist, weil das muss nochmal karamellisieren. So, und jeder von euch richtet dann zwei Teller an, einmal mit Cookie, einmal mit dem anderen, was er auch immer entscheidet. Wir haben verschiedene Dinge und damit bitte ausdekorieren. Und wir können auch zum Beispiel Ananas noch mit auf den Grill legen, was auch immer. Und ich werde dann probieren und dann werden wir nachher wissen, wer von euch beiden in Zukunft besser grillt. Zu Hause. Würstel sind aus. Also, meine Herren. Hier, bitteschön. Dankeschön. Oh, schau her. Das ist auch ganz neu. Mannschaftskoch. Ja. Ist das eine Schürze, die man so auch kaufen kann? Gibt's die sonst auch? Die gibt es sonst auch im Shop, oder? Ist so ein Webshop beim Club. Da geht's. Okay, alles klar. Kriege ich vielleicht auch mal eine? Okay, nehme ich nachher mit. Dankeschön. Wollte ich nur sagen. Der Herr, bitteschön. Schnappt es euch einmal hier. Schon mal gucken. Ja, nochmal auspacken. Aber ich habe mit eurem Ernährungscoach geredet. Der hat gesagt, Schokoladen kannst du vergessen, Alter. Ja, macht langsam. Auf 100 Meter macht es langsam, mit einer halben Sekunde. Ja, aber Cookie ist nicht verkehrt. Passt schon. Also, einfach mal so drauflegen. Und viel Spaß dabei. Jawohl. Ja. Ich hab so eine Torwarthand eigentlich. Ja, schau mal her. Ich habe keine typische Torwarthand. Nee, komisch. Ja. Was ist los mit dir? Daran liegt es ja vielleicht. Nee, nee, daran liegt es nicht. Und dann könnt ihr vielleicht hier auch schon mal überlegen, was wollt ihr denn zu eurem Cookie dazu machen? Ich habe in meinem Leben noch nie Rhabarber gegessen. Ich habe nie Rhabarber gesehen, um ehrlich zu sein. Nee, aber schneidest du mir so lange eigentlich? Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich schneide jetzt einfach mal so den Rhabarber und lege ihn mal auf den Grill. Entweder wird das ist gut richtig Rhabarber geil, oder? Oder? Warum auch noch was sagen? Was war das Abgefahrenste, was du schon mal auf dem Grill gegessen hast? Gibt's da was? Boah, Chris? Schwierig. Also ich bin eher der klassische Typ mit Nürnberger Bratwurst und passt. Verstehe ich. So. Aber tatsächlich was Süßes auf dem Grill hatte ich bisher auch noch nicht. Also, wie würdest du nachher die Cookies, wie möchtest du die anrichten? Was hast du vor? Gibt's schon eine? Ja, gibt's schon eine, ich habe schon eine Idee im Kopf. Sag mal. Ich will nicht, dass es hört. Schokolade drüber. Ja, Schokolade und Granatapfel drüber. Fein, ja. Auf den anderen mache ich Spargel. Ach so, das? Ah ja. Und was hast du so vor? Das ist eine ganz wilde Idee. Vielleicht den Ananas ausschneiden, dass in der Mitte der Cookie reinkommt. Ich denke schon, von ich höre, aber das ist geil. Ja, aber es ist viel Arbeit. Ja, aber das kannst du schon machen, weil das die Idee hier da ist. Ja, ist gut, ne? Da passiert ja schon was. Das ist schon ganz gut. Das ist völlig okay, wenn das außen so ein bisschen so, ich sage mal, so abgerüstet ausschaut. Das ist gut. Das sind diese Grillspuren, die auch diesen Cookie auch ein bisschen wegbewegt von diesem reinen, von der reinen Süßspeise, sondern da wird das wird herzhafter. Das ist ja genau die Idee dahinter. Aber eben nicht so trocken, sondern jetzt wird der wie fertig gebacken. Ich glaube, meine Cookies sind gut. Schön weich.
Ja, schaut gut aus. Ja. Schau, jetzt ist da innen drin schön die Schokolade geschmolzen. Mhm. Mega. Der ist jetzt, das ist schon. Das ist super, der ist schon weich schon. Ja. Weich gegart. Wenn ihr irgendwann dabei gebucht werdet, alle drei für den Kindergeburtstag oder so, wundert euch nicht. Das sind heute mit Abstand die schönsten gegrillten Schmidt-Cookies, so die ich je gesehen habe. Wahrscheinlich die ersten. Ja, auch. Wir haben jetzt hier zwei durchaus wirklich beachtenswerte Grill-Cookie-Variationen. Und ich muss als alle, nein, ich sage jetzt gar nichts. Wir gehen jetzt direkt in die Verkostung. Das heißt, wir bauen jetzt einen Tisch auf. Ihr kriegt jeweils das Gericht vom Kollegen oder Gegner, völlig egal. Ich probiere beide und dann schauen wir mal. Ja? Klar. Ja, bitteschön, dann nehmt ihr mal eure zwei Teller und setzen wir die mal in die Mitte. Ich probiere jetzt mal das eine. Ihr könnt auch, also einen Teller brauche ich dann noch zum Probieren. Ihr könnt gegenseitig oder miteinander probieren. Und als allererstes, also ich fange jetzt mit deinen an, warte, ich drehe mal. Bitteschön. Ich finde es übrigens überragend, wie du das dekoriert hast. Ich finde es richtig, richtig gut. Und ich bin total gespannt drauf, wie das ist. Der gegrillte Rhabarber muss ja normalerweise so sauer sein. Ich habe ja vorhin ein Stück von dir probiert. Es war schön von den Röstmomenten, aber innen drin so sauer, wo ich mich echt kurz festhalten musste. Aber der ist ja noch weiter gegrillt. Der ist ein Stück weiter, ist leicht zerfallen. Das hattest du so vor, ne? Ja, klar, natürlich. Selbstverständlich. Ja, weil der innen drin, in dem Rhabarber hat quasi die Flüssigkeit angefangen zu kochen und hat ihn gegart. Das habe ich gesehen. Gegrillter, gegarter Rhabarber auf Cookie. Das hast du gesehen? Überragend. Natürlich. Ja, ja, klar, logisch hat er gesehen. Kurz nachdem ihn der Spargel reingefallen hat. Ja. Pass auf. Ja, hat was. Ist überragend. Ich will ihn ja jetzt nicht zu sehr loben, ne? Meins kommt auch noch. Wie war es für dich jetzt am Grillen mit einem süßen Produkt? Ja, auf jeden Fall was Ungewohntes, weil ich, wie ich es ja vorhin schon gesagt hatte, das erste Mal war, dass ich ein süßes Produkt halt gegrillt habe. Und, aber überraschend sehr gut. Also es hat mir sehr gefallen und es schmeckt auch vor allem sehr gut. Muss ich leider zugeben. Beides? Also würdest du eher deins oder würdest du eher... Nee, der Cookie an sich ist schon was Gutes. Und, aber auch in der Kombination, wie es der Walle gemacht hat mit den Erdbeeren, mit der Sahne, mit dem Rhabarber auch. Ich glaube, bei mir fehlt Rhabarber. Nee. Weil das passt. Nee, das muss ich jetzt sagen. Der Rhabarber ist was säurelastig. Ananas ist was, hat auch Säure. Jetzt hat der Rhabarber was Bodenständiges, die Ananas was Exotisches. Deswegen habt ihr beide Natural Born Griller. Eine natürliche Kombination geschaffen, die echt gut ist. Und die Erdbeere geht immer. Ja. Ja. Jetzt hast du ein bisschen mehr Grillerfahrung. Für dich alles easy gewesen? Nee, also auch ungewohnt natürlich. Aber ich mag solche Cookies, gerade wenn sie dann weich sind. Also ich mag keine harten Cookies und das ist dann perfekt. Das schmeckt mir sehr gut. Deswegen ist die Idee super. Ich habe gerade entschieden, es gibt keine Pokal, sondern ihr werdet weiterhin am Grill stehen. Ihr kriegt hier von Schmidt noch Grill-Desserts, die Lollis und die Sticks. Und ich kann keinen. Also gut, okay. Es muss einen Sieger geben. Es muss einen Sieger geben. Sieger in der Kategorie Kreativität und Handwerk am Grill. Enrico. Sieger in der. Oh, das ist schön, wie das hier halt. Ja. Sieger in der Kategorie Witz, Humor und außergewöhnliche Geschmackskombination ist unser Chris. Oh, das wollte ich schon mal machen. Dankeschön. Das ist der automatische Reflex, wenn man als Spieler hier durch. Ja. Gut, ja, Enrico. Ja. Ja. Glückwunsch, hast du sehr gut gemacht. Ja. Ebenso, danke. Ja. Ich sage Dankeschön, ne? Und ein schönes Glas frisches Wasser auf den Cookie. Geiler Stoff, diese Grillcookies sind wirklich für zu Hause zum Grillen, sind ein Abenteuer, schmecken saugeil. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für dieses Abenteuer. Vielen Dank. Weil wir wussten alle drei nicht, auf was wir uns einlassen, außer dass wir wussten, also ich, dass diese Cookies der Hammer sind. So, also viel Spaß beim Nachgrillen
Und jetzt trinkt man heute Wasser. Ja, ja, zum Wohl. Mmh.